Ein nicht alltäglicher Einsatz führt Michael Weber und Cornelia Bauer jetzt in ein Schwimmbad. Allerdings geht es bei dem Diebstahl nicht nur um geklautes Bargeld, sondern auch sehr intime Dinge. Moin, was ist los? Ich komme jetzt damit. Und dann ist mein Portemonnaie weg. Ich komme hier hin, möchte mich umziehen, weil ich keine Lust mehr hatte. Und jetzt ist mein Portemonnaie weg. Und keiner kann mir helfen. Ich habe keine Ahnung. Der Spind war offen. Der war schon auf, oder was? Ja, der war auf, als ich hier angekommen bin. Okay. Was ist denn weg? Mein Portemonnaie. Nur Portemonnaie? Oder gucken Sie mal durch, vielleicht ist noch was anderes weg. Meine Unterwäsche, wo ist meine Unterwäsche? Das kann doch jetzt nicht sein hier. Beruhigen Sie sich mal. Wer sind Sie denn? Ich bin hier die Besitzerin. Ich bin hier die Rosalie Schridde, ist mein Name. Ausweichen Portemonnaie. Ich habe mich gerufen, es war ein totales hysterisches Chaos. Es wäre schön, wenn du dich, Mädel, mal ein bisschen beruhigst. Ja, der Spind ist ausgebrochen. Wenn ich hier hinkomme zum Entspannen, komm hier hin, will mich umziehen, will nach Hause gehen, mein Portemonnaie ist nicht da. Irgendwie kann das Unterwäsche nicht sein. Fehlt auch. Kann nicht sein. Ja, das sieht so ein bisschen aus, als ob da eine Blutspur ist. Ist auch keine Ahnung. Ja, klar, da unten ist Blut dran. Ja. Haben Sie einen Schlüssel von dem Schloss? Ja, den habe ich sogar noch hier drum. Also Ihr Schlüssel ist jetzt nicht da abgebrochen, ne? Das sieht also jetzt nicht so aus. Was haben Sie denn da? Wir haben gute Schlösser in der Form, das kann eigentlich nicht sein. Was fehlt denn alles? Mein Portemonnaie, jetzt gerade gesehen, dass meine Unterwäsche auch noch fehlt. Genau. Unterwäsche. Ja. Was ist hier los? Marco, das ist mein Sohn. Hallo? Er ist hier auch mit. Guten Tag. Was ist passiert? Ja, das fragen wir uns. Der Spind ist ausgebrochen und Portemonnaie und Unterwäsche ist. Drehen Sie nicht alle durcheinander. Leerkrass. Sonst kommen wir nicht klar. Ganz schlimm. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Irgendwie ist hier Ihr Portemonnaie weg. Der Spind ist ausgebrochen. Wohnhaft in Köln, ne? Ja, wir müssen ein bisschen ruhiger sein, die Gäste. Ja. Ruhiger bleiben, lustig. Was ist denn passiert? Ja gut, ich kann natürlich nachvollziehen, dass die junge Dame ein bisschen aufgeregt ist. Natürlich. Was ist denn jetzt los hier? Was ist das denn? Oh Gottchen, was ist hier denn los? Heute ist aber ein wilder Tag. Oh Gott, wer sind Sie denn? Keine Ahnung. Irgendjemand hat mir mein Oberteil geklaut. Wo? Oberteil. Ja, mein Unterwäsche fehlt auch. Wo, aus dem Spind raus oder was? Oder? Nee, mach mal so, so und dann nimmst du mal runter. So. Ja, ich lach. Ich hab keine Ahnung, was hier heute los ist. So, jetzt, wo warst du? Ja, ich lag da einfach rum und dann... Wo lagst du denn? Ja, da im Bereich, da hinten. Und wir haben unseren Sauna bereit. Also ich kann das jetzt immer noch nicht nachvollziehen. Ihnen hat jemand das Oberteil geklaut am Körper, im Spinn oder wo? Ich lag da und dann wurde mir es weggezogen. Aber ich weiß nicht von wem. Achso, das ist ja... Wo lagst du denn? Unten im Sauna. Da müssen wir mal runtergehen, weil das am Körper wurden... Ja, ich hatte das halt hier, Oberteil ist weg. Also es lag aber trotzdem noch auf mir, dann wurde mir das weggezogen. Also währenddessen Sie da gelegen haben, wurde Ihnen das Oberteil weggezogen. Nein, Sie haben nicht gesehen, wer oder was. Und wir müssen jetzt nach unten, Wir müssen nach unten, weil da ist der Bereich, wo Sie gelegen haben. Bleiben Sie hier, gucken Sie mal im Spind, ob da noch was anderes fehlt. Oder bis jetzt haben Sie nur Ihr Portemonnaie festgestellt, ne? Genau. Ja, dann warten Sie mal hier. Meine Unterwäsche ist ja auch nicht da. Ihre Unterwäsche ist auch nicht da? Weiß, rot, grün. Pink. Also bleiben Sie mal hier. Eine logische Erklärung dafür. Ja, dann gehen Sie mal vor. Geben Sie die mal. Kommen Sie einfach mal mit. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nach unten. Zur Begehung des Tatortes durch die Beamten soll es allerdings erst gar nicht kommen. Im Saunabereich hat sich anscheinend direkt die nächste Straftat ereignet. Das ist hier auf unserem Schwimmbad. Ich bin einfach mit uns. Also meine Mutter gehört ja das Schwimmbad. Was ist da los? Was ist denn hier los? Also gucken Sie mal, das kann nicht sein. Gehen Sie mal raus, bitte. Oh. Was ist hier los? Carmen, hol das Kind. Guten Tag. Hi. Ich musste ihn noch festhalten. Er hat doch das Oberteil geklaut. Die Polizei ist da. Was ist denn hier los? Treten Sie mal ein Stück zurück. Was soll das jetzt? Haben Sie ihn da reingeschmissen? Ja, weil er wollte nicht... Sind Sie die Baden? Ja, ich bin kein Fan, ich Bademeister. Ja. Er wollte halt mit dem Oberteil weglaufen und das habe ich halt gesehen. Ach, er hat das Oberteil. Direkt auf dem Parkplatz und das war halt die einzige Chance, ihn noch aufzuhalten. Okay, kommen Sie mal raus. Und wer sind Sie? Sind die Bademeisterin oder was? Ja, ich bin kein Fan, ich kommen Sie mal raus. Okay. Hier ist die Treppe. Die resolute Bademeisterin hat offenbar den Diebstahl beobachtet und den Täter auf ungewöhnliche Art und Weise an der Flucht gehindert. Warum haben Sie der jungen Dame das Oberteil geklaut? Das war ja nur ein Spaß. Das hat auch so ein Spaß. Sie scheinen unheimlich Spaß daran zu sein, ne? Haben wir mal eine Decke für den jungen Mann? Entschuldige, kann hier das Handtuch. Ich glaube, ich bin mir sogar sicher. Kerlchen, bist du da vorne über den Zaun drüber geklettert? Kann das sein?
Haben Sie eine Eintrittskarte? Genau das. Bevor Sie ihn schlagen, das hier. Das kann nicht sein. Hast du eine Eintrittskarte? Beruhigen Sie sich jetzt mal. Lassen Sie uns mal reden. Das kann doch nicht sein. Dann geht er hier ohne Karte rein. Sie trampeln auf meinen Nerven rum. Sie haben jetzt Sendepause. Und dann schreien Sie bitte nicht so rum, ja? Genau. Das galt nicht für dich, mein Freund. Eintrittskarte, wo ist sie? Ja, ich bin über den Zaun geklettert. Und die Schramme ist auch vom Zaun. Noch gehen alle Beteiligten davon aus, dass der junge Mann auch für den Aufbruch des Spindes verantwortlich ist. Ein fataler Trugschluss, wie sich an den Umkleidekabinen herausstellt. Dann gehen wir noch mal in den Bereich zurück hier. Dann nehmen da Sie ist mal. Sie doch! Hier, das ist meine Unterwäsche! Ich hab doch gesagt, die ist pink! Wem gehört das? Moment Spind. Mal nehmen. Das ist der Schrank meines Sohnes. Deines Sohnes? Das ist der Schrank von Marc. Ja, nehmen Sie mal Platz, bevor Sie Reis ausnehmen. Kannst du mir das jetzt erklären, warum meine Unterwäsche in deinem Schrank ist? Kennen Sie sich oder was? Dass Sie sich duzen? Das kann ich wirklich irgendwie nicht erklären. Ich meine ja nur, weil mein. Ja, nee, ganz wir kennen gut, uns oder? Nicht, aber. Alles klar, dann machen Sie mal auf. Ist das Ihr Spind, ne? Ja, das ist mein Spind. Okay, gut. Setzen Sie sich mal dahin, bitte. Gehen Sie mal rüber. Setzen Sie sich mal dahin. Ich habe meinen Schlüssel nicht. Marco, guck mal richtig nach. Ja, ich habe meinen Schlüssel nicht. Was soll ich machen? Ich habe meinen Schlüssel nicht. Tut mir leid. Also, ich hab einen. Ich kann. Kommen Sie mal auf hier rüber, setzen Sie sich mal. Ich würde Ihnen den gerne geben. Nein, ich habe einen Universalschlüssel. Ich kann aufmachen. Mein Gott. Das ist ja ein Traum. Oh. Also, ich kann das wirklich nicht erklären, warum jetzt die Unterwäsche da drin ist in meinem Schrank. Also Ihren Schlüssel haben Sie jetzt nicht. Bleiben Sie mal weg da. Auf den ersten Blick ist der Fall eindeutig. Während Michael Weber und Cornelia Bauer das Diebesgut sichern, hält die Freude über das wiedergefundene Portemonnaie jedoch nicht lange an. Das hat er damit den Schwind aufgebrochen. Mein Geld ist weg. Ich guck jetzt nochmal, aber das ist. Das? Ey, ich hatte hier 250 Euro drin, wo ist mein Geld? Ja, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich hab dein Geld nicht. Du weißt, ich geh meinen Job hier nach. Meine Unterwäsche ist in deinem Spind. Mein Portemonnaie ist in deinem Spind. Du wirst doch wohl mein Geld haben. Wo ist mein Geld? Nein, wirklich nicht. Ich war nur am Bett. Ich kann Ihnen sogar belegen, deine dass Unterwäsche ich hab vorhin noch Geld abgehoben. 250 Euro. 250 Euro sind jetzt weg. Ich hab auch keine 250 Euro bei mir. Das ist Ihre Jacke? Ja, das ist meine Zweitjacke. Ey, das ist die Jacke ziehe ich im Schwimmbad an und die Jacke, wenn ich mich umziehe. Die Jacke mit Tupperware in der Tasche, ja, und finde ich schon in Ordnung. Ja. Ich muss mein Geld. Ja, warten Sie mal. Ich gehe mir hier vorne. Ich gucke jetzt erstmal hier. Für die Beamten ist unklar, warum der Dieb das Geld kurz nach der Tat aus dem Portemonnaie entfernt hat. Bei der Spurensuche stellt Cornelia Bauer einen künstlichen Fingernagel sicher. Plötzlich wendet sich das Blatt. Ja. Carmen? Ich weiß, was du für Nägel hast. Zeig mir mal deine Hände. Zeig mal. Ja, würde passen. Ach, also, nee. Ja. Hat sie jetzt meine Unterwäsche geklaut? Das hier, also das sollte eigentlich nur ein Streich werden. Eben hatte ich ihn noch. Dass das jetzt so ausartet. War das ein Nagel gefunden? Ja, war ein Nagel. Von muss ich jetzt mal gucken. Ja. Das genau. War das Oberteil. Dazu. Ja, wieso kommt da, jetzt habe ich ihn wieder. Wie kommt der Nagel da bei Ihnen ja, im Spind rein? Ja, ich wollte eigentlich nur einen kleinen Scherz mit ihm machen. Also, und, die machen alle Scherze heute, eher mit ja, dem Oberteil. Ich hätte das jetzt zurückgelegt, das sollte sie ja gar nicht merken, die Bade. Und warum? Herr Bade, was habe ich dir getan? Na, du machst immer so schlampige Arbeit und du flirtest schlampige immer Arbeit? mit den Badegästen und mich lässt du immer links liegen. Guck mal, ich hab so viel für dich gemacht. Carmen. Ich gehe dauernd zur Kosmetik und Carmen, und mich nimmst du gar nicht wahr. Was soll das denn? Und dass ich mit meinen Gästen rede. Ich arbeite hier und das ist mein Job. Ja, das ich war ja, wie gesagt, war es nur ein kleiner Scherz. Ein kleiner Scherz auf Kosten anderer Personen? Also, steht auf Frauen steht auf Männer. Haben Sie das schon mal überlegt? Verschmähte Liebe oder was? Nee, also das leider nicht, aber das wissen wir ja, dass das nicht der Fall ist. So. 250 Euro. Ja. Geld? Portemonnaie? Wo ist das Geld? Das Geld ist hier, das ist auch alles vollständig. Ja, und was wieso haben Sie das Geld in der Tasche? Ja, ich dachte, das soll nur ein Scherz werden. Ja, das sollte ja auch nur ein Scherz werden. Nein, ich wollte das natürlich zurücklegen, ich wollte das nicht behalten. Ja, warum machen Sie den ganzen Blödsinn? Nur um seine Aufmerksamkeit? Ja, Sie bringen den doch in Teufels Küche. Vielleicht auch nicht so die beste warum brechen Idee? Sie denn bei ihr den Spind auf? Ja, sind 200. Ja, ich brauchte halt Damenunterwäsche und ich habe halt gesehen, wie sie reingekommen ist und dachte halt, okay, jetzt weiß ich da. Also gerade in Schwimmbädern wissen wir das selber. Da gibt es bestimmt Fundus, wo sie Damenunterwäsche und so weiter finden, um das bei ihnen im Spind zu deponieren. Ja. Was ja absoluter Quatsch ist. Die Bademeisterin wird wegen falscher Verdächtigung und besonders schwerem Fall des Diebstahls belangt. Ihre Chefin hat der unglücklich verliebten Frau umgehend gekündigt. Komm mir jetzt bitte raus. Warte, ich muss mal ganz kurz noch die Haare föhnen hier. Okay, gut. Wahnsinn. Wahnsinn.